Guten Abend, gute Nacht. Seit langer Zeit mal wieder aus Senftenberg. Obwohl das gar nicht so richtig wahr ist. Nur hier aus der schönen Wohnung von meiner Exilwohnung hier bei Wenz mit den schönen Bildern, wie ihr wisst. Baden war ich schon vor der Abendprobe heute im Amphitheater. Und es gibt auch heute ein Gedicht von Nelly Sachs. Kommt einer von ferne mit einer Sprache, die vielleicht die Laute verschließt, mit dem Wiehern der Stute oder dem Piepen junger Schwarzamseln oder auch wie eine knirschende Säge, die alle Nähe zerschneidet. Kommt einer von ferne mit Bewegungen des Hundes oder vielleicht der Ratte, und es ist Winter, so kleide ihn warm. Kann auch sein, er hat Feuer unter den Sohlen. Vielleicht ritt er auf einem Meteor. So schilt ihn nicht, falls dein Teppich durchlöchert schreit. Ein Fremder hat immer seine Heimat im Arm, wie eine Waise, für die er vielleicht nichts als ein Grab sucht. Aktueller geht's gar nicht. Nelly Sachs, die ja seit 1940 in Schweden gelebt hat, bis zu ihrem Tod 1970, hat dieses Gedicht erst nach dem Krieg in einem Sammelband rausgebracht, der heißt Flucht und Verwandlung. Und ich wiederum habe ihn aus einem Sammelband genommen, der einfach nur Gedichte heißt. Von Nelly Sachs und Hilde Domin hat diesen Sammelband herausgebracht. Und Hilde Domin schreibt Folgendes über die Gedichte von Nelly Sachs. Sie waren befreundet, sehr befreundet. Deine Dichtung erhält das Unheil lebendig und zugleich erlöst du von dem Unheil. Wie die Dichter von jeher und für die Zeiten des Schrecken und zugleich die Katharsis des Schreckens mit sich brachten. Katharsis, ja, Läuterung des Schreckens oder Überwindung, kann man auch sagen. Ja. Ich wünsche euch eine gute Nacht hier aus Senftenberg und ich finde morgen bestimmt wieder ein Gedicht von Nelly Sachs für diesen Kanal hier. Macht's gut. Bis dahin.